Servus und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von X-Wing vs. TIE Fighter. Wir stecken im Feldzug der Rebellen und eskortieren einen Konvoi durch das Halbara-System. Es ist ein Konvoi mit B-Flüglern. Jetzt dürfen wir einen X-Wing fliegen, da bin ich schon mal sehr froh. Was aber auch heißt, dass unsere Gegner das vermutlich auch sind. Okay, da ist ein Eskortträger dabei. Das sieht aus wie Shuttles oder sowas. Oder Modulartransporter. Und eine koreanische Korvette. Das wird lustig. Bin mal gespannt. Es gab ein paar Missionen hier, meine ich. Da konnte man... Mal, da haben wir so Modulartransporter, dieses Teil, zwei sogar davon. Ja, die hat keine Befehle, du Nase. Das ist aber das Ziel. Okay, das heißt, da müssen die hin. Brauchen dafür 10 Minuten. Ja, ja, klar. Hier. Benutze dein Ziel zum Angriff. Irgendeine Nummer passiert ja immer. Wenigstens haben wir diesmal keine Sternzerstörer im System. Das macht manches schon ein bisschen einfacher. Ach du Schande. Zwei Fregatten. Sonst geht's euch schon noch gut, oder? Oh Mann. Ich bin mal gespannt, was die Herrschaften aus der Fregattenebene alles mitbringen. Hat wurscht. Damokles, die Goldflieger sind schon unterwegs. Lightning, sind aber alles. Hier spricht 4. Benutze dein Ziel zum Angriff. Ui, ich komme aus einer völlig anderen Richtung. Gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen übersichtlicher gestalten können. Naja, Teiljäger abschießen macht zwar mehr Spaß, aber ich glaube, dass von den Kanonenbooten gerade die größere Bedrohung ausgeht. Bin ein bisschen gespannt, ob die... Siehste? Hier spricht 4. Fast übersehen.
Weil die Jäger sind bloß dazu da, die Teile sind bloß dazu da, um uns zu beschäftigen. Die Frage geht von den Biestern hier aus. Mit Torpedos bewaffnet. Oh, ja. So. Das Ding schon mal erledigt. Gut, von mir aus. So, wie schaut's denn aus? Da sind drei Bomber. Ich hab's doch geahnt. Da sind sie. Hier spricht 4. Benutze dein Ziel zum Angriff. Falsch. Da. Erwischt. Hey, aua. Nachricht von einem unserer Konvoischiffe. Sie wurden von Torpedos getroffen. Hier sind vier. Verdammt nochmal, wie kommt denn das? Da ist irgendwas zwischen denen. Muss irgendwo, irgendwo muss noch einer sein. Hier spricht 4. Benutze dein Ziel zum Angriff. Eigentlich aber fast nicht. Hier spricht 4. Benutze dein Ziel zum Angriff. Gibt's doch nicht. Nachricht von einem unserer Konvoischiffe. Sie werden von Sternenschiffen angegriffen. Okay, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert, wie ich das verhindern soll. Da fliegen doch schon wieder Torpedos zum Geier. Wo kommt der her? Ah. Nachricht von einem unserer Konvoischiffe. Wir werden von Sternenschiffen angegriffen. Hier spricht. Benutze das. Hey. Jetzt geht's mal auf den Keks hier. Hier spricht 5. Befehl verstanden. Benutze dein Ziel zum Angriff. Nachricht von einem unserer Konvoischiffe. Sie werden von Sternenschiffen angegriffen. Hier spricht 5. Benutze dein Ziel zum Angriff. Nachricht von einem unserer Konvoischiffe. Sie werden von Sternenschiffen angegriffen. Okay, das müssen wir jetzt irgendwie verhindern.
Kordianen hätten angegriffen. Modifizierten Fregatten echt nicht ausstehen. Oh. Letztlich jetzt. Gehe ich halt eben drauf, ist egal. Haut doch gerade ab. Passt doch. Ja, jetzt haben wir sie wenigstens in die Flucht geschlagen. Hier wären jetzt übrigens Magpuls-Sprengköpfe sehr sinnvoll gewesen. Braucht noch mal 5 Minuten. Ernsthaft? Die hauen jetzt alle ab. Der ist eventuell der Knackpunkt, um den es geht. Weil der dürfte für alle anderen definieren, wann sie springen. Die beiden Korvetten. Hab ich irgendwie aus den Augen verloren. So, sehr schön. Das hat wenigstens geklappt. So, jetzt hüpft er auch. Exzellenter
Arbeit. Die Missionsziele wurden erreicht. Super, damit haben wir jetzt auch die B-Flügler an Bord. Das hat immerhin geklappt. Wow, immer noch eine überdurchschnittliche Leistung, obwohl ich eigentlich kaum was abgeschossen habe. Naja gut, in Summe fast eine Staffel. Nee, in Summe tatsächlich eine Staffel. Naja. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Da fliegen wir dann entweder in den X-Wing oder auch vielleicht in den B-Wing. Mal gucken. Macht's es gut. Servus und auf Wiedersehen.